So Karl im Kopf. Ja, ich bin mein neuer Spitzname. Karl der Kahle. Karl der Kahle? Ja. Mit Titel, hast du versteigert oder was? Die hat eine übergeordnete Macht hat zugeschlagen. Hallo Burgheide. Hallo Welt. Willkommen beim besten Nachrichtensender in der Region. In Burgheide, ja. Bester, weil einziger. Einziger, genau. Also der Matze und hier. Und Lutze. Ich bin heute schlecht behütet. Genau. Er ist ein bisschen kahl. Kahl der Kahle. Oh. Ah, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Könnte ich bitte die Mauer wieder aufbauen? Ja, der macht mich fertig. Was war los? Was war los? In Burgheide? Nö, auf der Autobahn hat ein Auto gebrannt Samstag. Ach, schon wieder, die Feuerwehr musste nämlich musste wieder raus. Ja, viele, die waren bis nachts um 12 unterwegs, habe ich gehört. Klatsch, klatsch, Feuer. Also links, rechts. Und Bande. Das soll ein Mercedes gewesen sein, der gebrannt hat. Ja, also deswegen. Oh, ein gefährliches Auto. Sage ich doch. Matze wird Karl, hatten wir schon. So, Poikitz. Poikitz? Poikitz. Ja, hatten wir letzte Woche schon ein Video. Hm? Die Preisverleihung. Die POI-Kitz. Die POI-Kitz beim Landkreis Potsdam-Mittelmark für Jugendarbeit. Jetzt wurden die Kinder natürlich noch offiziell geehrt und das wurde direkt in der Schule zur Mittagspause gemacht. Und das könnt ihr natürlich, wie auch immer, nee, wie sonst auch, wir sehen. Wir auch in der Schule waren? Ja, mit Schnuffi. Mit Schnuffi. Gibt's hier das Filmchen dafür, bitteschön. Wir haben heute eine kurze Schülerversammlung und zwar ganz kurzfristig einberufen, weil ich gestern nämlich die Mitteilung bekommen habe über ein sehr freudiges Ereignis für ja, einige Kinder unserer Schule ganz speziell, aber natürlich dadurch auch für unsere Schule. Ich komme aus Lenin vom Kreissportbund und ich habe euch hier etwas mitgebracht für diejenigen, die natürlich dabei waren. Und das sind die Sportpois. Sie haben bei einem Wettbewerb gewonnen, der vor ein paar Tagen beurkundet wurde. Und das habe ich euch heute mitgebracht, neben einem kleinen Geschenk natürlich, was ihr dann verbrauchen könnt sozusagen. Ihr gebt euch ganz viel Mühe beim Training, ihr habt super Ideen, wir haben so viel Freude mit euch, dass wir uns auch ganz doll freuen, dass wir diesen Preis bekommen. Und das Geld, was dahinter steckt, werden wir natürlich mit euch besprechen, wofür wir es ausgeben. Das werden Trainingssachen sein. Vielleicht was Schickes für euch anzuziehen. Mal schauen. Ne? Also herzlichen Glückwunsch. Das geht vor allen Dingen an euch, aber auch an diejenigen, die mit euch mit großer Freude trainieren. Nämlich zum Beispiel der Inlet Meixner, die Marion Naumann, der Sandro konnte jetzt gerade nicht kommen. Das sind ja die, die am meisten beim Training dabei sind. Und Johanna und einige andere Helfer von den Fireflies. Also, dicker Beifall für euch Kinder. Das heißt, ihr sollt bitte zu Hause mal überlegen, euch eine Musik suchen, eine Choreografie überlegen, egal mit welchem Tool, ob das mit Reifen, mit Toy, mit einem Stuff ist und uns dann diese Videos schicken. Die Mitteilung habt ihr schon bekommen. Wir freuen uns ganz, ganz doll auf eure Videos und wird uns viel Freude machen, die anzuschauen und alle, die mitmachen, kriegen natürlich auch nochmal eine schöne Anerkennung. Ja, hallo liebe Kinder. Wir als Sportverein freuen uns natürlich ganz besonders, dass ihr so eine gute Platzierung erreicht habt. Und dafür danke ich euch. Macht weiter so. Und ich habe auch ein bisschen was mitgebracht. Wer so einen Turnbeutel haben möchte, kann vorbeikommen und sich den in Empfang nehmen. Also herzlichen Dank und macht weiter so. Ich sage jedenfalls im Namen der Schule herzlichen Glückwunsch an alle. Macht weiter so. Und ihr könnt alle mitmachen. Ja, super, ne? Die Kinder, die sind schon langsam, der können sie ja bei den Fireflies nachwachsen. Da brauchst du als Kameramann auch einen Dirigentenstab, ja, dass sie alle so hinrennen, wie sie hinstehen sollen. Mhm. Aber es hat geklappt. Das sind die, ist der Nachwuchs der Fireflies, dann geht es ja da weiter mit denen. Die
Die Kollegin vom Kreissportbund hat sich übrigens namentlich nicht vorgestellt. Ich habe auch vergessen zu fragen. Deswegen war sie namentlich nicht eingeblendet. Aber auf jeden Fall, Kreissportbund hat sie ja gesagt, aus Lenin. Genau. Und die paar Bilder, die ich gemacht habe, schicke ich noch rum an die, die es betrifft. Und dann machen wir weiter. So, von den Poikids weiter. Ein bisschen war ja doch noch was los. Bei uns in der Borkheide Newsgruppe war ja zu lesen, dass hier in Borkheide hier gefunkt werden soll, also ein Funkturm gebaut wird. Ja. Aber jetzt muss man mal tatsächlich sagen, ich habe mir das mal angeguckt, wie man hier sehen kann. Auf dem Schildchen steht Gemarkung Neuendorf. Das ist, gehört zu Neuendorf. Das ist nicht ja. Borkheide, obwohl es so dicht dran ist. Na, weil vor 15 Jahren circa gab es ja hier eine Bürgerinitiative, die dafür gesorgt hat, dass die Mobilfunkversorgung hier nicht ganz so toll war in der letzten Zeit. Mhm. Und nun gehen die Einnahmen für so einen Mast, wo man auch aus der Gemeinde hätte ein bisschen oder für die Gemeinde hätte was machen können. Weil so eine Miete auf so einem Gemeindegrundstück bringt natürlich auch Geld in die Ortskasse. Mhm. Geht jetzt woanders hin. Schade. Ja, aber positiv ist natürlich, dass hier die Netze höchstwahrscheinlich ein bisschen besser werden, weil ich glaube, so wie du gesagt hast, kommen ja dort nicht nur Telekom hin, sondern... So wie ich vermute, also erstmal die DFMG, die das baut, ist der Dienstleister der Telekom. Mhm. Und natürlich ist auch O2 schon bestrebt, auch an diesen Mast mit raufzukommen. Mhm. Ist schon in Arbeit, habe ich gehört von meinem Kollegen. Und es kann auch in dieser Woche zu Mobilfunkeinschränkungen leider kommen bei O2, da an der Landesprüfstelle hinten der Mast umgebaut wird und auch dort endgültig LTE für Borkheide installiert wird. Woher weißt du das? Interner. Du bist also mit, also wer den mal hauen will, wenn O2 nicht geht. Ey, ist blöd oder was? Er ist da das beschäftigt. Ist mit. Nicht mein Planungsgebiet hier. So, so viel zu den Netzen der Fischer, der Funknetze. Deswegen steht heißt es ja da? Auch Netz, Netz, weil Netz hat Löcher. Pyramide Borkweide läuft. Die läuft und zwar im Dunkeln vor allem und immer im Kreis und mit Licht. Hast du da einen Film von? Und haben wir letztes Mal drin gehabt, am Ende von dem Aufbau. Das wissen wir ja, dass die läuft. So. Und es gibt schon ganz liebe Leute, die auch dafür gesorgt haben, dass der Strom für dieses Jahr schon mal anteilig bezahlt wurde. Hättest du ja ruhig noch mal hinfahren können und ein Foto machen können. Von dem Geld? Oder ein Bild. Von oder ein Geld? Video. Das habe ich hier. Von dem Geld habe ich hier. Guck mal, hier kommt das Foto von dem Geld. War ein Briefkasten. Nein, sag ich mal, von Stefan ja, schönen Dank. Also das ist super, dass das unterstützt wird, weil das ist wirklich ein wie nennt man das, wenn man hinguckt? Ein Hingucker. Ein Hingucker? Die Pyramide ist ein richtiger Hingucker. Das gehört doch nach Borkheide, immer noch. Ich würde da arbeiten wir ja dran. Das gehört nach Borkheide. Wollt ja auch keine zweite bauen, hat er gesagt. Das gehört übrigens noch was da. Wir, da ja die ganzen Veranstaltungen jetzt hier immer noch wegen, wir reden das Wort jetzt nicht aus, überall abgesagt sind, sollte am 12.12. sollte eigentlich im Waldbad der Weihnachtsmarkt stattfinden. Hätte, wäre, wenn. Hätte, wäre, wenn. Und da hatte sich ja angemeldet ein Herr von weiteren Gefilden, der hier Borkheide besuchen wollte, habe ich gehört. Der mit dem rot-weißen Cola-Kostüm. Der kommt aus Lappland oder so, ne? Aus dem Kristall-Nordpolarkreis oder wo kam der her? Nordpolar. Nordpolarkreis kommt der her, da wo es kalt ist und schneit. Und jedenfalls sollte der eigentlich am 12.12. nach Borkheide kommen. Und wir hatten Kontakt mit dem Kumpel, der hat gesagt, er hat ja nun den Termin, der ist ja ausgefallen, den hat er noch frei. Und er meint, er kommt tatsächlich nach Borkheide. Am 12.12. will er nochmal herkommen. Auf den Marktplatz. Auf dem Marktplatz, vor dem großen Weihnachtsbaum. 14 Uhr? Genau. Und der wird ja da unterstützt von, vom Hotel Fliegerheim. Der darf übernachten? Der darf hier übernachten. Ist ja dienstlich. Und von, natürlich von Borkheide News TV wird da auch unterstützt und der will sich dort zur Verfügung stellen und für die Kleinsten der kleinen oder auch große Kinder, je nachdem, wer da Lust drauf hat, den Wunschzettel einzusammeln. Ja. Und ich habe auch gehört, da gibt es für die Kleinsten der Kleinen so kleine Süßigkeiten mitnehmen sie. Der Weihnachtsmann bringt da noch ein paar was mit. Also wer ich möchte. Schon mal an. Schnee von oben. Schnee von oben? Hast du dir schon gewünscht? Jetzt, das darfst du jetzt noch nicht verbreiten, da kommt es nicht. Okay, der Winter ist abgesagt. Wir bringen es dann nochmal in Borkheide News auf die Facebook-Gruppe. Er kommt am 12.12. von 14 bis 15 Uhr auf den Marktplatz. Ja. Und sammelt die
Wunschzettel ein. Das hat sich jetzt ja wieder erledigt für dieses Jahr. Na, du bist mir in einer. Okay. Jo, das erst einmal dazu. Vielleicht gibt es auch noch ein kleines, was kleines Süßes für die ganz Kleinen. Hab ich doch gesagt. Hast du gesagt? Hast du nicht zugehört? Nee, habe ich gerade meinen Schnee bestellt. Du warst wieder beim Schnee gewesen, musst du nach Berlin fahren. Kotti? Jo, so viel dazu. Das heißt, wir werden das verfolgen und gucken mal. Nicht vergessen, 12.12. von 14 bis 15 Uhr für die ganz Kleinen. Und wer natürlich möchte, auch für die großen Kinder, die dürfen gerne ihren Wunschzettel abgeben. Viel mehr darf der Weihnachtsmann, glaube ich, nicht machen. Also er darf keinen Glühwein oder so ausgeben, oder? Nein. Schlecht, ganz schlecht. Nein. Und natürlich, das Ganze wird mit genügend Abstand passieren. Also wir treffen, wie heißt es, mit Abstand zusammenkommen oder wie? Ja, ne? So ungefähr. Also am besten, wie auch vor dem Supermarkt auch, bitte die Masken mitbringen. Kleines Highlight jedenfalls nochmal vor Weihnachten, wenn wir schon keinen Weihnachtsmarkt machen dürfen. Kommt wenigstens der Herr, der Füllige, höchstpersönlich nach Borkheide. Das finde ich ganz cool. Ja. Jo, jetzt viel mehr haben wir auch wieder nicht. Und schon sind wir beim Wetter, mein lieber Matze. Du hast so nach Schnee geschrien. Kannst du dem gerecht werden? Warst du schon in Berlin einkaufen gewesen? Ich muss gerade mal dein Skript ein bisschen, es wird schon beim 30.12. sind, irritiert mich ein bisschen. Ich kann das Wetter nicht für Silvester heute ansagen. Musst du ja nicht. Machen wir das für die 7 Tage, Wetter. Für die nächsten. Puh, ja, es ist ziemlich konstant unter 5 Grad tagsüber, also kommen wir kaum nach oben. Mittwoch, Donnerstag wahrscheinlich nur 1-2 Grad und die Nächte werden ab Dienstagnacht frostig. Teilweise bis minus 4 Grad angesagt hier im Wald. Boah, das sind minus 6 bei mir, wenn dann immer, noch einen Zacken schärfer. Deswegen, die auf Arbeit fahren müssen, früh morgens natürlich aufpassen. Es könnte glatt werden. Und wenn wir ganz viel Glück haben, wird es morgen früh gegen 4 Uhr ein paar Flöckchen schneien. Aber wir sind ja in Borkheide. Guck mal hier. Da, schön vorbei, ne? Ja. Das war's wieder. Oben, unten, das hätte wäre, wenn auch. Wenn das war vorher zu gewesen. Das hat sich wieder geöffnet. Wir haben uns das vorhin mal angeguckt. Das hat sich wieder über Borkheide geöffnet. Hier stimmt irgendwas nicht. Können Sie leiden. Wir sind ein kleines gallisches Dorf hier, wo das Wetter drumherum zieht immer. Und ist so. Ein Haufen Rumpelstilzchen. Also kein Schnee höchstwahrscheinlich. Vielleicht sind hier zu viele Feuer abends an. Deswegen. Vielleicht schiebt sich das wieder zusammen. Mal gucken. Jo, und jetzt haben wir wieder einen Haufen dumme Zeug geredet, Matze. Wir freuen uns auf den Weihnachtsmarkt. Wenn wir sonst nicht können. Ne? Ja, aber der hat ja noch 2 Wochen Zeit. Genau. Das war's. Mehr nicht. Sag tschüss, Matze. Mach winke, winke. Tschüss, Matze. Was soll ich sagen? Auf Wiedersehen. Tschüss, wie immer hier. Matze und Lutze. Arrivederci. Ach so, übrigens war erster Advent, ne? Habt ihr mitgekriegt? Da geht das Licht aus. Du solltest mal deinen Akku laden von der Lampe. Da geht das Licht aus und tschüss. Tschüss. We'll be right back.